Also er hört, es sind neue Reisende da. Dein Befehl? Ja, Tagebuch wurde aktualisiert und das verschwindet auch gleich wieder. Also hier drüben haben wir wie bekannt das Menü. Was mit der Karte finde ich übrigens cool, dass die da so rein und raus zoomt. Und man die mit den Kreisen halt sieht, wo wir sind. Unser Tagebuch, was ein bisschen besser angeordnet ist. Also mit Tagebucheinträgen, persönliche Einträge können wir selber schreiben, wenn wir das wollen. Erledigte Aufgaben haben wir noch keine und neue Aufgaben, ja. Erster Tag, 7. Stunde. Zweiter Myrtul im Jahre 1281. Heute hat unsere Gruppe die verschneite und am See gelegene Ansiedlung Osthafen erreicht. Erschöpft und halb erfroren vom langen Marsch suchten wir sofort eine hiesige Taverne auf, um eine warme Mahlzeit zu erhalten und uns ein wenig mit den Leuten hier zu unterhalten. Wir hatten gerade am Ofen Platz genommen, als wir von einem stämmigen Krieger namens Hotka angesprochen wurden. Er wirkte ziemlich freundlich, aber sein Blick verriet uns, dass mit ihm nicht gut Kirschen essen ist. Er hat uns freundlich in sein Haus eingeladen, das sich westlich von der Taverne befindet, um etwas mit uns zu besprechen. Ja, unser Inventar. Also da können wir gleich mal die ganzen Stäbe, die normalerweise im Classic eigentlich am Körper trägt, mal zu unserem Paladin geben. Außer bei ihm hier. Er sollte den Stab tragen. Auch wenn sein ETW sehr schlecht ist dadurch. Also ja, es sieht ein bisschen ordentlicher aus. Vor allem, wir haben auch Details hier mehr. Also, wie sich seine Rüstungsklasse zusammenspielt. Unsere Rüstungsklasse ist zum Beispiel bei 10. Seine ist bei 7. Er ist halt der bessere Kämpfer. Wir kriegen dafür aber ein Turmschild, was das ein bisschen ausgleichen sollte. Gerade was Fernkampf angeht. Sogar den Schaden und alles steht hier. Boni-Trefferpunkte pro Stufe steht auch alles da. Ja, er hätte normalerweise nur 4 Trefferpunkte, hätten wir nicht so viel in Konstitution geballert. Ja, das Charakterfenster, Zauber, also Magier und Priesterzauber sind immer noch getrennt in diesem Spiel. Gut. Ja. So, wir können mit Grisella reden. Wir können uns aber auch mit Leuten unterhalten. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, Stadtbewohner haben nicht viel zu sagen. Ich habe schon gehört, es gäbe ein paar neue Gesichter in der Stadt. Seid ihr mit der Karawane gekommen? Ja, ich wollte euch einige Dinge über Osthafen fragen. Na, natürlich. Ich bin zu Besuch in der Stadt und gibt Dinge, die mich interessieren. Ich muss mich auf den Weg machen. Lebt wohl. Osthafen lebt hier schon eine ganze Weile. In letzter Zeit hat sich die Situation aber verschlechtert. Meint ihr das Wetter? Ja, das Wetter ist immer schlimmer geworden. Ich habe noch nie erlebt, dass es um diese Jahreszeit schon so kalt ist. Und es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass es besser wird. Bei dem ganzen Schnee werden die Pässe nach Süden früh eingeschneit sein. Aha, ich wollte euch noch ein paar andere Dinge fragen. Ja, verschlechtert inwiefern? Es wurden ein paar Goblins und dergleichen auf dem Pass gesichtet, wenn man dem Glauben schenken kann. Normalerweise verkriegen sie sich in ihren Löchern im Grat der Welt und bringen sich gegenseitig um. Irgendein Narr hat behauptet, er habe einige Orks vor der Stadt gesehen. Aber ich warte erstmal ab, bis er wieder nüchtern ist, bevor ich die Geschichte glaube. Okay, ich wollte euch noch mehr fragen. Ja, ich lebe hier schon eine ganze Weile. In letzter Zeit hat sich die Situation aber verschlechtert. Ja, das können wir nochmal anklicken. Mit den Orks und Goblins. Nicht nur das, es wurde auch ein Wolf vor der Stadt gesehen. Wir haben nach ihm Ausschau gehalten, aber er scheint nur kurz vorbeizustreifen, um den Geruch der Fischbeinschnitzerei in Aspis Werkstatt zu schnuppern. Das verdammte Biest muss halb verhungert sein, dass es sich so nah an eine menschliche Siedlung heranwagt. Ihr habt was von Goblins, Orks gehört und sogar einem Wolf. Sprecht ihr davon? Ja, aber da ist noch mehr. Einer der Jungen war draußen spielen und schwört, dass er einen Fuchsabdruck im Schnee gesehen hat, der so groß wie ein Mann war. Sofern ihr die Wahrheit erzählt, hieße das, Riesen in der Nähe sind. Aber es wurden keine Riesen mehr auf dem Pass gesehen, seit, na, schon lange ich denken kann. Ja, ich wollte noch mehr Sachen fragen.
Ich habe Gerüchte über Wesen, die vor der Stadt gesichtet wurden. Ich habe Gerüchte gehört über Wesen, die vor der Stadt gesichtet wurden. Was habt ihr gehört? Ich würde, dass die Goblins und Orks, die gesichtet wurden, irgendwie mit den Problemen zusammenhängen, die wir in letzter Zeit mit den Karawanen halten. Einige von ihnen sind verschwunden, aber meist nur die von Süden kamen. Zuerst dachten wir, die Karawanen sind vom Schnee begraben worden, aber wahrscheinlich waren es eher die Goblinoiden, die sie begraben haben. Fragen wir noch mehr. Ja, trotz des Wetters und den verschollenen Karawanen scheinen die Leute gut mit dem Problem klarzukommen. Nicht alle. Jon, einer der gelassensten Männer, die ich kenne, summt seit einiger Zeit ständig eine Melodie vor sich hin und sieht aus, als hätte er nicht viel geschlafen. Die Ereignisse müssen ihm mehr zusetzen, als wir dachten. Er summt eine Melodie? Ja, er summt die ganze Zeit diese verdammte Melodie, immer wieder und wieder. Der Kerl endet noch mit einem Ruder im Schädel, wenn er so weitermacht. Ja, ich wollte noch was anderes fragen. Wurden in der letzten Zeit wieder Monster gesichtet? Ich weiß zwar nicht, ob es von Bedeutung ist, aber eines der Mädchen hat unten am Seeufer eine blauhäutige Gestalt gesehen. Sie sagte, die Frau habe irgendein Lied gesungen. Wahrscheinlich hat sie sich das nur eingebildet. Ich habe sowas gehört. Könnt ihr mir etwas über die Bewohner der Stadt erzählen? Die meisten in dieser Gegend hier sind anständige Leute, aber vom alten Jett würde ich mich fernhalten. Er lebt in einer Hütte am Seeufer. Grisella von der Winterwiege lässt ihn nicht mehr anschreiben. Also wird die alte Saufnase euch überreden wollen, ihm einen Krug zu spendieren. Passt auf euren Geldbeutel auf, ja? Und dann sind wir wieder am Anfang. Könnt ihr mir sagen, wo ich Hotkars Haus finde? Hotkars Haus liegt im nördlichen Stadtzentrum. Es ist das Haus mit den fehlenden Stücken im Dachfirst. Hotkar schwört zwar, dass er es reparieren wird, aber das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Er ist ständig damit beschäftigt, sich um die Probleme anderer zu kümmern. Warum wollt ihr zu ihm? Habt ihr vor, an seiner Expedition teilzunehmen? Expedition? Ja, man sagt, Hotkar war so beunruhigt durch den Boten aus Kuldahar, der tot auf den Stufen des Tempels des Tempus zusammenbrach, dass er eine Expedition zusammenstellen will, um zu sehen, was im Norden los ist. Was hat der Bote gesagt? Ich will verdammt sein, wenn ich es wüsste. Nur Efran drüben im Tempel und Hotkar könnten es wissen, denke ich. Aber wenn die beiden sich so darüber aufregen, kann es mit Sicherheit nichts Gutes bedeuten. Vielleicht werde ich ihn danach fragen, aber erstmal möchte ich noch ein paar andere Dinge über Osthafen fragen. Ja, wir können auch Hotkar fragen. Was könnt ihr mir über die Stadt erzählen? Da ihr neu seid in der Stadt, empfehle ich euch, ein Zimmer im Gasthof zur Schneewehe zu nehmen. Es liegt am Ostende der Stadt. Der Gastwirt ist Quimby. Der Gastwirt Quimby ist ganz in Ordnung. Er müsste genug freie Zimmer haben. Allerdings hat er im Moment einen Gast, einen Elf aus dem Süden. Also ist wenigstens ein Zimmer belegt. Na, könnt ihr mir noch mehr über die Stadt erzählen? Außer Quimbys Gasthaus gibt es noch die Taverne zur Winterwiege im Nordosten der Stadt, gleich neben Pomaps Warenhaus. Pomap kann ein ganz schöner Mistkerl sein. Ich hoffe, ihr müsst nichts bei einem geizigen alten Fake-Fuchs verkaufen. Ich wünsche, der vergammte Kerl aus Kalimshan wäre bei seinen Leuten im Süden geblieben. Könnt ihr mir noch mehr über die Stadt erzählen? Naja, da ist der Tempel des Tempus. Das riesige Gebäude aus blauem Glas im Nordwesten. Efran steht ihm vor. Man sagt, Efran sei derjenige gewesen, der den Boten aus Kuldahar gesehen hat, wenn man glauben darf. Er ist genau vor Efrats Tür gestorben. Ein Bote? Ja, der Bote aus Kuldahar war einfach auf den Stufen des Tempels zusammen. Voller Blut war er. Erstaunlich, dass er es überhaupt so weit geschafft hat. Keiner weiß, was er wollte, außer vielleicht hat Gott Impfrat. Gibt es noch andere Orte, die ich während meines Aufenthalts hier sehen sollte? Wir können beim Fischbeinschnitzer Asp im Südwesten der Stadt vorbeischauen. Er hat einige schöne Stücke, falls solche Dinge gefallen. Ein Fischbeinschnitzer? Ja, ein Fischbeinschnitzer. Asp fertigt Schnitzereien aus den Gräten von Knöchelkopfforellen. Im Süden werden sie einen ganz ordentlichen Preis gehandelt. Andere Dinge fragen. Ja, wenn wir hier wieder anfangen, gut, dann lebt wohl. Ja, und die meisten anderen Dorfbewohner sagen genau dasselbe. Ja, ich kann über Osthafen fragen und dann kommen wir zur selben Auswahl. Das hat noch nichts an unserem Tagebuch geändert. Das waren jetzt nur Informationen, was wir hier alles in Osthafen machen können. So. Hildred Hochhammer hat einen Namen.
Deswegen ist er etwas interessanter. Seid gegrüßt. Also ihr scheint mir wie eine frische, neue Erzarte, unberührt und unerforscht. Ich bin Hildred, falls euch das interessiert. Eine Erzarte, was meint ihr damit? Hildred, ist das nicht ein etwas femininer Name für einen stämmigen Zwerg wie euch? Nett euch kennenzulernen, Hildred. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, wir haben viel zu tun, lebt wohl. Erzarte, was meint ihr damit? Ich meine, dass ihr aussieht, als wärt ihr noch lange... Als wärt ihr noch nicht lange bei dieser Abenteuersache dabei. Nicht böse gemeint, aber wir müssen irgendwo anfangen. Wenn ihr Tipps wollt, habe ich sogar ein paar Neuigkeiten für euch, die euch interessieren können. Ach so, welche Neuigkeiten habt ihr? Nun, ich glaube, ich verstehe schon, was ihr sagt. Ja, lebt wohl. Nein, was habt ihr für Neuigkeiten? Ich habe meine Augen und Ohren hier überall. Ich war hauptsächlich damit beschäftigt, die Kälte fernzuhalten. Aber ich habe gehört, dass ein einheimischer Haudegen namens Hotka eine Expedition zusammensteht. Klingt, das könnte es ganz interessant sein. Ich werde auch mitgehen. Oh, was wisst ihr über die Expedition? Die Leute hier sagen, dass Hotka ein unerschrockener Mann ist, aber nicht der Typ, der sich Hals über Kopf in den Tod stürzt. Sie wagen, er wäre ein ausgezeichneter Anführer. Wir wollen rauf in die Berge, um einige mysteriöse Vorgänge da oben nachzugehen. Am besten lasst ihr euch alles von Hotka selbst erzählen. Wenn ihr mitgeht, muss es eine gute Sache sein. Ihr scheint im Abenteuerleben erfahren zu sein. Lebt wohl. Das ist eine gute Idee. Ich gehe ihn gleich suchen. Lebt wohl. Nehmen wir mal das zweite. Gut, okay. Also auch nur über die Expedition von ihm. Was können wir von ihr noch erfahren? Und ja, wenn wir Tab drücken, dann kriegen wir die Hervorhebungen übrigens. Hallo mein Lieber, willkommen in der Taverne zur Winterwiege. Ich bin Gisela, mir gehört dieses feine Lokal. Was kann ich euch bringen? Wie wär's mit etwas zu trinken? Ich habe ein paar Fragen an euch. Nichts, danke. Bin hier nur zufällig vorbeigekommen. Ich habe Fragen. Tut mir leid, mein Lieber. Ich habe keine Zeit, mit euch zu plaudern. Ich muss mich um die Taverne kümmern. Wenn ihr euch über den neuesten Klatsch informieren wollt, würde ich vorschlagen, dass ihr euch zu den anderen Gästen gesellt. Wie wär's damit, was zu trinken? Was zu trinken? Natürlich, mein Lieber. Das ist schließlich eine Taverne. Hier kann man einiges runterschütten. Hehe. Hehe, ja wirklich. Nun, was habt ihr? Ach, seid ihr nicht fix? Bekommen wir nun was zu trinken oder nicht? Nun, was habt ihr? Also nun, seht ihr, ich habe da ein kleines Problem. Mir ist alles ausgegangen. Im Moment kann ich euch nichts zu trinken anbieten. Euch ist alles ausgegangen? Was ist das für eine Taverne hier? Kein Alkohol, das reicht mir, ich gehe. Euch ist alles ausgegangen? Nun, die Taverne ist komplett auf dem Trockenen. Ich habe zwar noch ein paar Vorräte unten im Keller, aber... Aber was? Nur, ich würde vorschlagen, ihr geht da runter und holt was zu trinken, Frau. Schon gut, lebt wohl. Aber was? Es ist mir wirklich peinlich, aber ich habe diesen alten, dreckigen Keller da unten ein Problem mit Ungeziefer und ich traue mich nicht, da runter zu gehen. Ich hasse diese Viecher. Einfach schon bei Gedanken, dieses Krabbelgetier läuft es mir kalt den Rücken runter. Ich verstehe, kann ich irgendwie helfen? Ihr seid ein großes Mädchen, wie ihr habt Angst vor Krabbeltieren. Kommt schon, zeigt ein bisschen Rückgrat. Toll, eine Taverne ohne Alk und ohne obendrein noch mit Ungeziefer. Ich kann es kaum erwarten, den Rest der Stadt zu sehen. Ich komme wieder, wenn ihr euer kleines Problem gelöst habt. Nein, kann ich helfen? Das ist wirklich nett von euch, mein Lieber. Aber ich erwarte nicht, dass ich euch meinetwegen Umstände macht. Uns fällt sicher schon was ein. Keine Angst, Madame. Ich werde dafür sorgen, dass euch das Ungeziefer da unten nicht weiter belästigt. Ich könnte euch mich um das Ungeziefer-Problem kümmern, aber das kostet natürlich was. Nun, viel Glück, lebt wohl. Ich nehme das Erste. Wunderbar, die Treppe zum Keller ist im Hinterzimmer. Passt gut da unten auf, mein Lieber. Und lass keins von den Viechern hier raufkommen, ja? So, jetzt haben wir, glaube ich... Nein, das ist nicht mal eine Aufgabe wert. Sag was in Ordnung. Na komm, verprügeln wir mal Ungeziefer. So. Jeder mit einem Schlagstock ausgerüstet. Gut. Natürlich ist das Erste, was wir immer machen, Ungeziefer verprügeln. Und Spieleinstellungen, automatische Pause ist noch alles so eingestellt, wie es sollte. Sprung zum Charakter ist okay. Charakter verletzt oder tot ist gut. Charakter angegriffen. Ja, Feind gesichtet, Falle gefunden.
Einverstanden. Wie kann ich helfen? Bereit sind noch gern geschehen. Ist etwas nicht in Ordnung? Au, die beißen. Okay, die beißen. Ein Befehl? Was haben wir denn? Krankheit heilen? Böses zerschlagen? Furchtbannen? Hände auflegen?